Im letzten Video für 3D-Druck-Einsteiger haben wir uns damit beschäftigt, wo man denn anfängt, wenn man gerade seinen ersten 3D-Drucker bekommen hat. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wo ihr dann STL-Dateien herbekommt zum Drucken, und zwar von ganz klein bis ganz groß. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makorama.de. Ich möchte gerne die Webseiten in ein paar Kategorien unterteilen, nämlich hauptsächlich FDM, also solche Druckier mit geschmolzenem Plastik, hauptsächlich SLA, also mit Kunstharz, und dann nochmal gemischte Plattformen und natürlich nochmal ein paar Meta-Plattformen, in denen ihr auch auf allen Plattformen quasi suchen könnt. Und damit fangen wir erstmal an, und zwar mit Thingiverse. Thingiverse ist eine hauptsächlich FDM-basierte Plattform, die ist schon ein bisschen älter, das sieht man ihr auch an. Und das nicht nur von der Übersicht und vom Design her, sondern auch von den Funktionen her. Da gibt es mittlerweile nicht mehr relativ viel Neues. Da gibt es dann Plattformen wie Printables, die das schon deutlich besser machen und nochmal neben den freien Modellen auch nochmal kostenpflichtige Modelle anbieten. Unter anderem aber auch Mitgliedschaften für Ersteller von Designs, wo ihr dann sagen könnt, okay, den möchte ich unterstützen. Der kriegt von mir nochmal 15 oder 15 Dollar pro Monat. Und damit bekomme ich quasi Zugriff auf das Design, was der Designer quasi bereitstellt. Das finde ich insgesamt ganz cool, vor allen Dingen, da Printables jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt ist und auch, soweit ich das weiß, als erstes ein Punktesystem auf den Markt gebracht hat. Das heißt also, wenn man neue Designs hochlädt, bekommt man mehr und mehr Punkte, die man dann später zum anderen für Sticker, für 3D-Druckkurse, für 3D-Druck-Designkurse, für zum Beispiel mal T-Shirts, aber auch Filament und vor allen Dingen für Drucker eintauschen kann. Damit werden wir uns auch nochmal in einem separaten Video beschäftigen, denn ihr könnt ja natürlich auch ein MK4 oder auch ein Brucer Mini kostenlos quasi bekommen, wenn ihr nur ordentlich engagiert seid in der Community, und das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr lukratives Angebot, muss ich sagen. Und das ist auch mit, muss ich sagen, meine Lieblingsplattform, wo ich eigentlich immer als erstes suche, wenn ich zum Beispiel irgendein Design suche, was ich gerne drucken möchte. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services, wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, 10 Dollar auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Gehen wir mal weiter. Es gibt natürlich noch neben Printables noch andere Plattformen. Da gibt es zum Beispiel mal Cults3D. Das ist, naja, eine etwas unbekanntere Plattform, finde ich jetzt mal, im Vergleich zu Printables oder Thingiverse. Dort gibt es aber auch sehr viele hochwertige Designs, die man sich auch zum Teil kaufen kann. Und natürlich auch diese ganzen Flexi-Sachen, die damals dort bekannt geworden sind. Die nächste Plattform macht dann den Übergang von fast nur FDM zu, naja, so ein Mix aus FDM, aber hauptsächlich doch irgendwie fast schon SLA, nämlich My Mini Factory. Und My Mini Factory ist für mich zumindest mal daraus bekannt geworden, dass sie halt sehr viele Miniaturen auf den Markt geworfen haben, auch zum Teil zum Kaufen. Da gab es dann auch Abos mit kommerziellen Lizenzen und sowas in der Richtung. Das heißt also, ihr hattet die Möglichkeit oder habt die Möglichkeit, für eure Resin-Drucker solche kostenpflichtigen Modelle runterzuladen und die natürlich auch, wenn ihr die richtige Lizenz habt, dann kostenpflichtig für Kunden anzubieten, dass ihr die dann für die Kunden druckt, weil nicht jeder hat so einen Resin-Drucker zu Hause stehen, und gerade im Resin-Bereich trauen sich das einfach noch nicht viele zu. Da macht es also natürlich nochmal mehr Sinn als im FDM-Bereich. Und da muss ich sagen, bin ich bei My Mini Factory auf jeden Fall schon mal fündig geworden. Ich habe auch das ein oder andere Kickstarter-Projekt, was ich bei My Mini Factory schon unterstützt habe, beziehungsweise was ich bei Kickstarter unterstützt habe und dann bei My Mini Factory quasi meine Belohnung dafür bekommen habe. Das Stage Top zum Beispiel oder aber auch das Omnishelf, was da unten steht. Das sind alles Projekte, die habe ich auf Kickstarter unterstützt und die sind über My Mini Factory ausgeliefert worden und werden da auch geupdatet. Ist auf jeden Fall auch eine schöne Plattform, könnt ihr euch mal angucken. Die Links zu allen Plattformen packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Diese spezielle Figur hier habe ich von einer reinen SLA-Plattform, nämlich Loot Studios. Und die bieten ihre Modelle sowohl zum Einmalkaufpreis, also dass ihr einzelne Pakete kaufen könnt, einzelne Generationen von Paketen, aber auch ein monatliches Abo, wo ihr dann für 15 Dollar im Monat, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe,
jeden Monat quasi ein neues Paket bekommt, wo dann nochmal neue kleine Spielfiguren drin sind. Dann ist in den 15 Dollar Abo-Gebühren ist natürlich nochmal enthalten, dass ihr nochmal so ein Basispaket bekommt mit schönen großen Häusern oder auch irgendeiner Sci-Fi-Basis, dass ihr quasi so ein bisschen Terrain und rundherum aufbauen könnt. Das ist natürlich, um den Tabletop-Abend nochmal ein bisschen anzuheizen, auch eine schöne Sache und finde ich echt eine gelungene Idee. Und der eine oder andere geht sogar hin und sagt, okay, ich abonniere das nur dann, wenn ich gerade Daten sehe oder Modelle sehe, die mir absolut gefallen und danach deabonniere ich nochmal. Ich bin dann meistens so, ich sage, okay, ich lasse nochmal eine Zeit lang abonniert, weil ich einfach abwarten will, was kommt nächsten Monat, um dann nicht nochmal überstürzt abonnieren zu müssen und. Ist natürlich rein, raus, ist auch nicht unbedingt schön. Dann haben wir noch eine Plattform, die habe ich mal vorgestellt. Die fand ich sehr interessant und ich habe da am Anfang, bin ich ein bisschen ins Risiko gegangen, weil ich nicht genau wusste, ob ich das Geld jetzt auch wirklich da, sich das wirklich lohnt zu investieren. Und das war SDLflix, da habe ich ein Video drüber gemacht, das findet ihr hier oben verlinkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich für mich, denke ich mal, ausgezahlt bisher schon, weil ich einiges von SDLflix gedruckt habe. Unter anderem zum Beispiel diesen Dauerschreiberhalter hier, den ich wirklich wunderschön finde. Das ist so ein kleiner Drache hier, wo man einen Dauerschreiber reinpacken kann. Oder aber auch diesen Becherhalter hier, beziehungsweise diesen Dosenhalter. Da kann man so eine kleine Dose reinpacken, eine 0,33er. Und das ist schon ganz schön, ja, wenn man das noch ein bisschen anmalt. Das habe ich jetzt auf dem K1 mit Nobofil ABS in Astro Black gedruckt. Ist wunderbar rausgekommen, muss ich sagen. Das sieht wunderschön aus. Und das kann sich auch echt sehen lassen. Und die bringen auch quasi jede Woche neue Modelle raus. Auch jetzt zur Saison Ostern oder Valentinstag. Und hast du nicht gesehen, gibt es immer wieder neue Modelle, die sie raushauen. Auch kleine Tabletop-Figuren, die sie rausbringen. Finde ich echt super. Und das gefällt mir natürlich auch richtig gut. Wem das jetzt alles zu viel Spielerei ist und er sagt, ey Maggie, ich möchte jetzt gerne mal was Handfestes haben, was ich auch anziehen kann oder sonst was in Richtung, oder ich möchte mal gerne einen geilen Helm haben, auch gerne einen lizenzierten Helm, also sprich sowas wie den Bo-Katan-Helm oder auch hier zum Beispiel mal die Armschiene für die Rüstung, ja, der kann sich mal folgende drei Plattformen angucken, nämlich zum einen Nico Industries, da habe ich meinen Mandalorianer-Helm her, den ich gerade am Aufbereiten bin. Ja, ich weiß, es dauert lange, aber mühsam man jetzt nicht das Eichhörnchen sagen, was mal so. Es wird Stück für Stück, ich habe immer wieder kleine Kratzer drin, die ich dann rausschleifen muss, weil es einfach aus vielen verschiedenen Teilen gedruckt ist und ich dann nicht zufrieden bin, dass die Übergänge oder da nochmal irgendwas noch nicht passt, was ich noch ein bisschen nachpolieren muss oder nochmal ein bisschen nachschleifen muss. Weil später, wenn das Ding fertig ist und natürlich schön in den Beskar-Farben glänzt, dann sieht man jeden Kratzer und das möchte ich natürlich vermeiden, dass das Ding halbwegs ordentlich wenigstens aussieht. Zumindest mal, wenn es im Regal steht. Diesen Helm hier jedenfalls, ich habe nochmal nachgeschaut, habe ich bei der Galactic Armory besorgt. Und das habe ich nicht nur den Helm, da habe ich nicht nur den Helm gekauft, sondern natürlich auch die komplette Rüstung. Und die finde ich natürlich, muss ich ehrlich sagen, einen Ticken besser als die von Nico Industries, weil die einfach nochmal ein bisschen klarer definiert ist, nochmal ein bisschen, finde ich, originalgetreuer an der Serie, also an Mandalorian, nicht an The Clone Wars. Und das muss ich sagen, gefällt mir doch mal ein Stück besser, weil die Konturen hier noch mal ein bisschen klarer definiert sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier auf dem K1C mit dem Carbon PLA, ja, ist das Ganze richtig genial rausgekommen. Das heißt also, ich gucke nochmal, dass ich mir ein paar Kilo davon besorge, damit ich den Rest der Rüstung auch noch da drin treffen kann. Und wenn alles gut geht, wenn ihr fleißig abonniert, werden wir uns am 19. November, glaube ich, ist es auf der Form Next sehen, wenn ich die 20.000 Abonnentenmarke knacke. Also von daher Kanal abonnieren. Dann werde ich nämlich in der Rüstung, da muss ich mich beeilen, in der Rüstung über die Form Next laufen. Wer das also nicht verpassen will, Kanal abonnieren, logisch. Und natürlich auf der Form Next mit dabei sein. Da werden wir auch nochmal einen Stammtisch oder sowas machen, wo wir nochmal abends nach der Messe eine Runde was essen gehen. Deswegen dranbleiben, auf unserem Discord joinen, da werde ich den Event ankündigen und dann werden wir uns da treffen. Neben Nico Industries und Galactic Armory gibt es aber noch eine weitere Plattform und die möchte ich absolut nicht hier jetzt außen vor lassen. Das ist nämlich eine perfekte Plattform, finde ich mal, für bestimmte Gegenstände. Da habe ich nämlich, obwohl ich hier jetzt manchmal bei Galactic Armory die Rüstung richtig gut finde, zum Beispiel mal keinen Blaster für die Bo-Katan gefunden. Den habe ich dann auf DO3D gefunden, also DO3D. Das ist auch eine Designplattform für genau solche Rüstungsgegenstände, auch teilweise für Lichtschwerter. Und die Links dazu packe ich euch natürlich unten auch in die Videobeschreibung. Und den Bo-Katan-Blaster werde ich auch nochmal hier auf dem Kanal in einem Video so umbauen, wie wir die Buzz Lightyear-Gun umgebaut haben. Ja, die ist nochmal ein bisschen kompakter, da muss ich mir nochmal ein bisschen was überlegen, wo ich denn alles unterbekomme, weil die natürlich noch ein bisschen kleiner ist, ein bisschen dünner und sowas in der Richtung. Dann muss ich gucken, wie ich die ganze Elektronik unterbekomme. Aber das ist natürlich auch eine Plattform, die man sich mal anschauen kann. Die haben wunderschöne Objekte dort, auch eine Halo Master Chief, glaube ich, Rüstung, wenn ich das richtig gesehen habe.
Und ich kann es nur empfehlen, schaut immer mal auf diesen drei Plattformen herum. Weil jetzt sagt, okay, ist mir jetzt so groß, ich möchte gern eigentlich irgendwelche geilen Statuen oder sowas haben. Also sowas zum Beispiel mal wie den Iron Man da unten oder aber auch den Grogu, also Baby Yoda. Dem kann ich mal einen Blick auf Gambaudy empfehlen. Die haben auch ein Affiliate-System. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie Sachen baut und fotografiert und auf Social Media teilt, könnt ihr das Ganze ins Affiliate-System reingeben und dann kriegt ihr nochmal einen kleinen Cashback. Auch wenn ihr Sachen dort einfach nur kauft, wenn ihr ein paar Sachen mehr kauft oder über Aktionen geht, kriegt ihr auch nochmal ein paar Punkte zurück. Also auch so eine Art Cashback im Prinzip. Und dann könnt ihr davon euch irgendwann auch nochmal zum reduzierten Preis oder sowas in Richtung neue Figuren kaufen, die ihr auch wieder drucken könnt, wo ihr auch wieder ein bisschen Cashback bekommt und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, ne? Das ist ein geiles System, ja, um die Leute dabei zu halten. Aber ich muss auch einfach sagen, die Dateien, die man dort bekommt, sind auch, finde ich, super hochwertig. War auch mit einer der ersten Plattformen, wo ich meine ersten Modelle gekauft habe, wie zum Beispiel den Iron Man. Das war so mit das erste, was ich so, das erste Modell, was ich wirklich gekauft habe eigentlich und was ich damals aufwendig gedruckt und auf dem Ultimaker 2 noch gedruckt habe und dann schön gefüllert und lackiert habe. Also muss ich sagen, ist eine coole Plattform. Geht mal hin, schaut euch das an. Da gibt's zu Back to the Future, Star Wars, Iron Man, alles Mögliche gibt's da, irgendwelche Figuren. Und muss ich sagen, ist echt eine erste Anlaufstelle für mich, wenn ich sage, ich brauche so eine Figur als Display sozusagen. Dann habe ich eingangs erwähnt, dass es nicht nur Plattformen für die einzelnen Bereiche gibt, sondern es gibt auch sogenannte Meta-Plattformen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eine Meta-Plattform? Nun, das ist sowas wie Google für STL-Dateien. Ja, da gibt es auch einige. Da gibt es dann zum einen Jaggi. Da könnt ihr wirklich nach bestimmten Begriffen suchen, nach bestimmten Schlagworten. Und Jaggi spuckt euch dann aus, wo ihr die, auf welcher Plattform ihr die Datei findet. Gibt euch auch ein kleines Bild dazu aus. Das finde ich auch super schön. Und dann gibt es natürlich unser aller Liebling Thanks. Und Thanks ist so ein Mix aus einer Meta-Plattform. Das heißt also, eine Plattform, die auf andere verweist, was ich super gut finde, weil sie nicht einfach die Daten von anderen Plattformen kopiert und dann einfach bei sich als eigene Daten hochlädt, ja, sondern hingeht und fairerweise sagt, okay, das habe ich auf Printables gefunden, das habe ich auf Thingiverse gefunden, das habe ich da gefunden, das habe ich da gefunden und dann einen Verweis darauf ausgibt und man, wenn man draufklickt, dann auf diese Webseite kommt, was also der Traffic zur eigentlichen Seite, die den Content gehostet hat, rübergeht. Pusht aber auch Designer wie Zach Friedman, die zum Beispiel mal das Creatfinity-System erfunden haben. Oder jetzt auch aktuell das Multiboard-System, was ich gerade am Drucken bin, das dann hinten im neuen Studio an die Wand kommen soll, irgendwann mal. Sollen wir dann irgendwann mal ein neues Studio finden. und das muss ich sagen, das finde ich natürlich einen gelungenen Mix, das finde ich auch schön. Schade finde ich es nur, dass man sich bei Thanks zwangsweise anmelden muss, damit man dort Daten runterladen kann. Und natürlich gibt es bei Thanks auch Mitgliedschaften. Das heißt also, in Creator, gerade jetzt fürs Multiboard, kann man sagen, okay, ich möchte, dass die Leute nur in der Mitgliedschaft dann auch bestimmte Dateien bekommen. Also jetzt zum Beispiel so einen gesteckten Stapel an Boards, die man hinten an die Wand packen kann, dass man schon mal gleich ein so ein Paket zum Drucken hat und das in einem Rutsch durchdrucken kann, statt sich alle einzeln zusammenzusuchen und dann einzeln zu drucken. Das gibt es auf Thanks auch dann zum Teil für Mitglieder. Funktioniert genauso wie auf Printables und anderen Plattformen. Also von daher geben die sich nichts. Aber Thanks hat nochmal den Vorteil, dass sie nochmal auf allen Plattformen suchen, also alles indiziert haben und dann natürlich auf die entsprechende Plattform verweisen. Deswegen ist das so, wenn ich bei Printables nichts finde, gucke ich meistens bei Thanks und gehe dann von dort aus zu Thingiverse, zu Kites3D und MyMiniFactory und wie sie alle heißen. Und damit wären wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Die Links zu allen Plattformen, wie gesagt, gibt es unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch weitergeholfen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn euch das auch geholfen hat und ihr solchen Content nicht verpassen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay und auch an meine Patreonen und Supporter hier auf YouTube. Damit, hodl the line, happy printing und ciao.